So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder das Schocker der Woche. Und wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Genau, Adolf Hitler, aber nicht nur der, sondern auch meine Cousine. Deswegen werde ich das jetzt fix aufnehmen, werde dann mal nach Hessberg fahren, mal gucken, die Mutter besuche, gucken, ob die Cousine da ist und dann pünktlich zur Raid Mania wieder da sein. Denn die können ja auch nicht so lange, ne? Und deswegen freue ich mich schon heute Abend auch auf eure Einladungen zu Capotoro, diesen Stier, von dem ich immer noch gern eigentlich ein 100%iges hätte, aber nicht viel dafür tun möchte. Erst wenn es dann als Shiny da ist. Heute 18 Uhr also Raid Mania, eure Raid-Einladungen. Ihr könnt Raid Mania Punkte verdienen. 22 Uhr Raw. Jetzt Raider Mittwoch und wir starten gleich mit den Highlights. Angefangen hat die Woche hier beim Cumulus, ausgebrütet von Cumulus 1066. Ein 100er Bouts. Habt ihr auch schon ein 100er Bouts? Lasst das so, wenn ihr das so habt, lasst das so. Man könnte jetzt den Spaß machen, das entwickeln und gucken, was es wird. Ihr wisst ja, je nachdem, welcher Wert am höchsten ist, entwickelt sich das zu was anderem. Aber es sind ja alle drei Werte gleich, es ist also Zufall. Aber alle Entwicklungen von Rabauts könnt ihr theoretisch auch wild fangen als 100er. Das aber nicht, würde ich also auf jeden Fall so lassen und mir nicht den Spaß machen zum Gucken, was daraus wird. Bob's Rob hier, 100% Togetic mit Blumenkranz als Lucky Pokémon in Holstadt, Bayern. Julchen, da brütet man 2 Tage lang alle 10 Minuten 30 Eier auf den kleinen Accounts aus und der Main brütet es einfach mal nebenbei mit der Unendlichen. Das Frühlingsevent war natürlich, beziehungsweise Osterevent, ihr werdet so viele Eier sehen und Eier-Shinies und es gab auch so viele Scobbles und Magunios, die musste ich alle rauslassen. Also manche Leute haben mir da 10 Scobble geschickt. Muss ich alle rauslassen, habe ich nur eins mitgenommen. Hier also, Shiny Bonera, Bierschanga, Shiny Pichu, mit Blumenkranz, mit Juli, besser geht's einfach nicht. Eigentlich hätte das schon Schocker der Woche sein müssen. Ich meine, es ist ein legendäres mit 100% als Shiny und Lucky. Oh mein Gott, mit Juli mit dem Schocker der Woche aus Greenwich, New South Wales. Aber das Pokémon ist halt schlecht, da macht man nicht wirklich was mit, deswegen ist das erstmal nicht der Schocker der Woche, aber es sieht verdammt gut aus, das hätte ich auch gern. So ein Shiny Lucky von dem geht immer, Bierschanga, Shiny Flurmel, Flurmel auch überall gewesen, jeder hat mir Shiny Flurmel geschickt, Bierschanga auch Shiny Vonera, das beliebteste Pokémon wohl in diesem Event gewesen, dann bin ich mit Lennart Glücksfreund geworden. Wir haben einen Glückstausch gemacht und beim Glückstausch sind wir direkt wieder Lucky geworden, mit dem muss ich also Mittwochabend, heute Nacht, 0 Uhr, heute auch nochmal tauschen. Lennart mit dem Shiny Chanera, auch mit Blumenkranz. NetGhost hat gesagt, am Montagstream, er hat hier eine blaue Kuh gefangen. Hat er nicht nur gesagt, hat er auch gezeigt, ne? Da haben wir gerade Fladdy geguckt, saßen da rum und da ist die blaue Kuh. Sehr schönes Bild. Hannes hat den Vogel abgeschossen. Danke Ramon für den Raid, den habe ich gerade bekommen. Leider nur auf dem Kleinen, ein 100% Capotoro auf dem Kleinen. 16.31 Uhr und dann und das zweite 100% gerade bekommen auf dem Kleinen 16.54, also der Kleine wird der Große sein. Lukas kann sich sehen lassen, auch an einem Tag hier Shiny, Hytera, Nidorino und Libiscus. War denn das Libiscus her? Das war doch gar nicht im Frühlingsevent dabei, trotzdem Glückwunsch, wohl das seltenste Shiny von den dreien. Dann beim Quest Day erhalten ein Shiny Owei. Nummer 3, Shiny Scobble, die anderen zwei habe ich rausgelassen. Immer noch Lukas, Shiny Mirapla. Ist jetzt nicht für Raider Mittwoch, aber gab es nicht mal als maximal Anzahl von Sonderbonbons aus Raids 12. Davon weiß ich nichts, vielleicht habe ich es auch verdrängt. Er hat hier 15 Sonderbonbons aus einem Raid bekommen. Ich dachte, die haben die Sonderbonbons aus den Raids runtergeschraubt, dass es da weniger gibt. Oder war das was anderes? Nö. Bist du Sonderbonbons sein, denn jetzt kriegt er 15, also den Raid hätte ich auch gern gemacht. Koselinchen hier auch, Shiny Scobble, Shiny Wuffels, Shiny Nidoransen, ein ganzer Sack voll, verfolgt sie da. Shiny Chanera, Shiny Riolu, gebrütet, mein erstes.
Luigi Sarada 100% Fluffelhof. Babys 100er, immer fein anzusehen. Luigi hier auch Shiny Owei. Genaya aus der Spezialforschung 100% Mirapla. 100% Pichu. Shiny Ditto. Shiny Pichu. 100% Vonera mit Blumenkranz. Wird ja immer besser. Shiny Slimer mit Senfbart. Shiny Scobble. Shiny Azurill hat es auch mehrere gehabt. Shiny Togepi mit Blumenkranz. Shiny Alola Kleinstein. Shiny Kryptotragosso. Oh mein Gott, guckt euch den an, wie der aussieht. Und Shiny Alola Mauzi, was halt blau ist. Sieht voll cool aus, oder? Warum würdigen wir nicht diese schöne Shiny Mauzi-Farbe, dieses Blaue? Das ist doch das Beste. Dann kam Selal, der hat mir wieder über 100 Bilder geschickt. Ihr seht hier 2997 von 3107, über 100 Bilder von Selal. Wir haben Shiny Flurmel, Shiny Krypto-Owei vom Rüpel erhalten, Shiny Nidoran, Shiny Nidoran. Bei dem fliegt irgendwie immer alles in der Luft rum, oder? Kann das sein? Shiny Baumball, Shiny Mankey, Kapu-Dops, einfach mal so, weil es halt selten ist, wild. 100er Yorkleff, Shiny Scobble mit Duftwolke drumherum, habe ich so mit reingenommen. Shiny Agumon, oh mein Gott. Hä? Okay, weiter. Dumm Isel, auch als Shiny, fliegt auch wieder in der Luft rum. Ich glaube, die werden alle entführt von den Aliens. Dann erlöst das 100er Owei. Shiny Chaneras fliegt auch wieder weg. Shiny Krypto Owei hebt ab. 100er Owei hinterher, 100er Scobble. Schwebendes Shiny Pummelluff. Fluffelluff, Shiny Volbeat, Shiny Pokémon Logik. Ein Käfer entwickelt sich nicht zu einem Käfer. Ein Stier nicht zu einem Stier. Ein Fisch nicht zu einem Fisch. Aber ein Aal zu einem Oktopus. Warum nicht? Ist doch, das ist, so machen die das halt in Pokémon. Shiny Yorkleff noch mitgenommen, Shiny Snubbull, Shiny Mangunior, also Markus, 100er Formeo, Shiny Huthut oder Partyhut, was gut tut, Shiny Fucano. Und dann sind wir schon durch. Mehr habe ich nämlich nicht von ihnen. Da hat wieder so viele Witze geschickt. Da konnte ich kurz lachen im Bett abends, um dann besser zu schlafen, aber ich kann da nicht immer alles, wir haben schon wieder viel zu viel. Claudia, leider ist die Qualität nicht so schön, war auf dem anderen Handy. So sieht das dann manchmal aus, ein Rudi und ein Ramses. Einen guten Wochenstart, Claudi. Der Rudi und der Ramses. Da steht noch der Weihnachtsbaum in der Ecke. Nein, ist bestimmt ein Osterbaum, aber ja, sieht ja schön aus. Warum ist da alles so rot? Margot Fedix. Das ist das aus dem Oster-Event und der hat eigentlich auch eine richtig fette Ausbeute. Ich meine, der hat einen Pichu, einen Azurill, dann wird's fett mit dreimal Togepi, richtig brutal. Noch brutaler aber irgendwie dreimal Shiny Bonera mit Blumenkranz. Da sind Leute dabei, weißt du? Die suchen das ganze Event, einen Bonera mit Blumenkranz und kriegen nichts. Und er hat einfach drei. Und noch das Riolu, als, also eigentlich müsste das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, aber ist auch wieder nicht. Andy Project, den Schilling mal wieder im Raid getroffen. Hallo Schilling, hallo Andy, letzter Angriff, kämpft hier mit einem Krypto-Skunkapu. Wir wissen alles, wir sehen alles, guckt dir das an. Schöner Wildfang, 100% Togetic mit Blumenkranz, gleich entwickelt und gemaxt auf Level 50. Ich habe auch eins, glaube ich, ein Togetic, ein 100er mit Blumenkranz dann bekommen. Muss ich auch mal noch entwickeln? Am Hochziehen? Weiß ich nicht. Ich habe ja mein normales mit Blumenkranz. Wir wollen es ja nicht zu sehr verniedlichen. Aluhut hier auch. Shiny Flurmel, Shiny Pummelluff, Shiny Scobble, Shiny Natu. 100er Kapuno aus dem 12er-Ei gebrütet. Kann man mal mit reinnehmen, ist ja nicht gesniped, verstehst du? Shiny Pichu, Shiny Chanera, Shiny Rettern, Shiny Schwalbini, Shiny Formeo, Shiny Togetic mit Blumenkranz, Nummer 2, Shiny Tangela, 100er Pichu, Shiny Hodensack, Shiny Lampi, Shiny Sengo, Shiny Haspiro mit Blumenkranz, also ich. Die Wände hat wirklich richtig reingehauen. Alexander Ahringer, endlich Shiny Pichu gebrütet in Pokémon Go. So wie jeder andere auch im Event. Oh mein Gott, hat das alles denn noch Wert? Natürlich. Es gibt bestimmt Leute, die kein Shiny Pichu bekommen haben. Daniel Schilling gefunden. Das ist das, was der Alex am liebsten macht.
Daniel Schilling gefunden hier. Der sitzt da 22 Minuten, hat ihn aber knapp verpasst hier. 4 Stunden, 32 Minuten, Daniel Schilling gefunden. 100 haben am Faxo gefunden, das ist fett. Bitte so lassen. Nee, er hat es schon entwickelt, hat er gestern gesagt. Und nochmal Daniel Dilling gefunden, ne? 10 Stunden 55. Nächster Durchbruch Shiny beim Sören. Der hat in der letzten Folge einen Feldforschungsdurchbruch gehabt, ein Shiny da drin. Und jetzt wieder ein Shiny im Feldforschungsdurchbruch. Auch nett mit hier Shiny Alola Knogger. Dann hat er hier einen Dragoran gemaxt auf 50. Dann der Lost Lüft, der braucht schon Shiny Togetic, wenn man einen Kramurks haben kann. Ja, das ist halt voll toll, oder, dieses Pokémon. Guckt es euch doch mal an und wie es so leuchtet. Kann man mitnehmen, Lost Lift. Dazu sage ich nicht nein, dazu würde, glaube ich, keiner nein sagen. Shiny Riolu. Und direkt mal auf 50 gezogen noch ein Krypto, ein Dratini. Also ein 98er Krypto. Dragoran wird das dann. Wahrscheinlich muss er da erst noch die Frust wegmachen. Aber hat es jetzt erstmal so auf 50 gemaxt. Nach 596 Fängen beim MTV Frost auch ein Bunnelbee. Mit 100% Lukas Schumacher. Hier mal wieder was für Raider Mittwoch. Habe ich beim Quest Day bekommen. Mein Herz ist fast stehen geblieben, als ich das Shiny mit 503 gesehen habe. Mittlerweile ist es ein Alola Kogobai und auf 50. Das ist natürlich cool, aus einer Quest ein 100er zu bekommen, was gleichzeitig ein Shiny ist. Das ist auch richtig stark. Leider haben viele natürlich gesagt, dass der Quest Day kacke war, weil der halt einfach so war wie der allererste Quest Day und der war auch richtig kacke. Die haben die Quest Days dann mal verbessert gehabt, dann haben sie sich so optimiert, dass für alle es fair und gleich zugeht. Und jetzt haben sie wieder alles über den Bot geworfen und haben den wieder kacke gemacht. Verstehe ich nicht. Das King Malat. Wenn in der Gruppe gerade über den Schocker der Woche geredet wird, kann man den, glaube ich, direkt mit in die nächste Raid am Mittwoch-Video reinpacken hauen. 100er Voldolos. Das ist schon alt. Nächste Woche kommt Demeteros. Da freue ich mich drauf. Noah, Chanera, Markus, Kogowai, 100, erlöst. Markus, Fluffeluff, Shiny, Markus, aus dem Raid gezogen, aber habe ich schon als 100er in Shiny. Ja, dann wirf's doch weg, Markus, wirf's doch weg. Ich habe übrigens immer noch hier in den Mundwinkeln, das ist irgendwie alles so rot von den Samyang, die ich gestern noch gegessen habe. Patrick, Shiny Togepi, Patrick, 100er Mamfaxo, Patrick Habutoro, 100, so süß die kleine Gossi hier mit Blumenkranz dran. Glitzert und ja, sieht aus wie ein Ei. Monera, Fluffeluff, das nächste Baby, auch hinterher als Shiny. Und das nächste Baby, Shiny, zack. Und noch eine und alles in weiblich, wow. Ja gut, Fluffeluff ist männlich, das zählt nicht. Weg. Selal, hey, Selal hat noch was vergessen. Da kommt noch Nydropi hinterher mit 100%. Anna Rottenroxy, 100 Ampharos getradet. Sehr schön. 100er, achso, na toll, wie lange darf ich jetzt auf die Event-Attacke warten? Vielleicht bis Dezember, man weiß es nicht genau, meine Damen und Herren. Ne? Deswegen Hydropi hier 100%, leveln, Buddies, pushen, mega. Ja. Und Heigo, Heigo hat das den Vogel abgeschossen und das Garnovil hat den abgeschossenen Vogel dann gegessen. 100% Garnovil. Würde ich auf jeden Fall so lassen, würde ich niemals entwickeln. Das ist so geil. Guckt euch das doch an, wie es guckt mit seinem Fernglas, Kopf, Augen. Heigo hier auch Shiny Rabauts. Habt ihr schon ein Shiny Rabauts? Die erste Frage, die ich heute stelle, glaube ich. Das Oster-Event, vielleicht gibt es ja Leute, die bis Oster-Event ein Shiny Rabauts gebrütet haben. Man weiß es nicht genau. Hier nochmal ein Shiny Kramurks, auch beim Heiko. Dicke, fette Ratte beim Heiko. 100er Wuffels beim Heiko. Ist nicht das erste, er hat schon zwei. Und was hat er mit den zwei Wuffels gemacht? Der hat die beide entwickelt. Einmal Tag, einmal Nacht. So kann man es machen. Jetzt fehlt da noch eins und dann fehlt da noch eins. Und perfekter kann man es gar nicht machen. Und irgendwann kriegt das Ding sicherlich ein C-Day und alle rasten wieder aus. Dann Miniras, 100, würde ich gar nicht erkennen, aber der Heiko kennt ja die WP und die Werte auswendig und deswegen weiß er auch, dass das hier aus Budapest ein Ei kam und dass der 100er Wert ist. Freut mich übrigens, dass der Heiko in Budapest unterwegs ist. Mal gucken, ob ich ihn demnächst mal sehe, da bin ich ja auch immer. 100er Koko bei Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Alola, ja.
100 Liter, so viel passt da rein. Gut, hat einen langen Hals. Lennart hier noch einen shiny Schlurp mitgenommen. Benjamin Engel wieder mal Duo-Raid gemacht. Auch schön, dass man Sazena hier vorne drin sieht. Wird ja sonst, glaube ich, gar nicht eingesetzt, aber doch jetzt so hat das auch mal eine Berechtigung. Ging auch richtig gut, ihr seht das, zu zweit noch 105 Sekunden übrig. Und viele sind daran gescheitert, weil sie bei drei Leuten in der Lobby dann lieber geliebt sind und haben den Rest zurückgelassen. Bin mal gespannt, wie das heute Abend ist. Ich habe ja beim letzten Mal mit dem Baloo auch ein Duo-Raid dann gemacht, im Stream einfach, weil wir einfach die einzigsten zwei waren, die da drin waren. Ladet aber nicht die ganze Zeit ein, wenn ihr alleine seid. Das kann dann doch mal nach hinten losgehen. Ich höre, dass das schnell abläuft und wir mehr Raids machen abends. Benjamin auch noch hier mit dem Shiny Snubbull und einem Shiny Cognodon aus der Go-Kampf-Liga. Und jetzt weiß ich auch, wer hier der Pfarrer Thüringer ist, nämlich der Benjamin. Das freut mich. Grüße von Thüringen nach Thüringen, ganz um die Ecke. Thomas Speck hier auch, 100er Kabutoro, 100er Skalück, 100er Schanera, Lucky, was ist das? Weiß ich nicht, hat er was Schwarzes am Kopf, dann ist der Hitlerbart verrutscht an den Kopf ran, jetzt ist es ein Seitenscheitel. Thomas Bo, wie viele Thomas gibt es eigentlich? Speck und Bo, ach, das war schon der Bo, das war der Speck. Und da kommt der Bo, und da kommt auch der Bo mit dem Shiny Vonera, und dann kommt der Cumulus mit dem 100% Glücks Kabutoro, und dann kommt der Cumulus, na endlich, Ostersonntag, wild gefangen, Cumulus 1310, Shiny Makuhita, Cumulus aus dem 5 Kilometer Ei, sieht aus wie Robball, 100% erlösen, verschicken. Flurmel, 100% Krypto, aber beim Brainy Stendal, jetzt muss ich mal gucken, da wechselt der Name schon wieder. Brainy hier 100, Jojo auch, hat ziemlich gedauert, hat hier die ganze Zeit natürlich gesniped, also das hat jetzt gar keinen Wert mehr. Wir nehmen es trotzdem mal mit rein, ist ein schönes Bild auf jeden Fall. 200 Eier und die 200% aus der Forschung, hier ein Shiny Fluffeluff, ein Shiny Togepi, ein Shiny Fluffeluff, wo sind hier, ach so, aus der Forschung. 100% Janma aus der Forschung, 100% Tarnel aus der Forschung, deswegen ist das auch hier Level 15, wie man sieht. Cool, hatte ich noch nicht, auch Krypto-Over hier, Shiny. Mein Jojo, der Skandal-Para. Der Skandal-Para zeigt uns, wie die Daily Free Box auszusehen hat. 2 Bitcoins drin, ein dickärschiges Pikachu, ein Arceus Shundo und 2 Rüstungs Mewtwo, beziehungsweise 2 Arceus Shundo. Guckt ihr immer noch regelmäßig nach, ob jeden Abend eure Box wechselt? Ich hab's gestern, glaube ich, wieder vergessen. Und dann kam Kalito, leider in Instagram, wo man ja, guck mal, du siehst von den Bildern nichts. Also musst du die Bilder groß machen, aber wenn du die Bilder groß machst, dann weißt du ja nicht, von wem die sind. Dann musst du alles doppelt und dreifach immer aufmachen. Nach 153 Eiern ein bisschen Glück gehabt, aber kein einziges Riolo bekommen, wofür ich eigentlich gebrütet habe. Danke nochmal für den Stream mit Voldolos. Und vielleicht ist das wieder was für Raider Mittwoch. Der hat nämlich hier ein 100er Azuril ausgebrütet und danach ein 100er Shiny Azuril. Was ich sehr cool finde, sieht man hier, 100% Shiny Baby hat vielleicht auch nicht jeder. Habt ihr schon mal ein 100% Shiny Baby gehabt? Dann hat er auch noch ein 100er Klingplim ausgebrütet und neben dem Klingplim hat er auch 200er Pichu ausgebrütet und 100er Evoli und halt Ladybar gefangen, wahrscheinlich. Das Ladybar passt gar nicht dazu. Die kommen alle aus Eiern und sind alle 100% in einer Woche und das Ladybar tummelt sich dazwischen fröhlich rum. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, der würde, wenn er was einreicht, wahrscheinlich immer Schocker der Woche sein. Der Schocker der Woche kommt von Crank. Erstmal so. Oh mein Gott, Doppel, Schlundo, Halsmaul. Ne? Guck dir das an. Du hast da wirklich ein Shiny Voldolos mit einem Shiny Zekrom getauscht. In einem Glückstausch. Beide sind Lucky, 100% Shiny. Wie geht sowas? Wie geht sowas? Ich weiß es nicht. Das ist so unglaublich krass. Aber
der Crank hat das ja nicht eingereicht und mir geschickt. Der hat das mal in den Fanchat gepostet. Ich habe das mal mit rausgenommen. Hat auch gezeigt, okay, zwei fehlen ihm noch. Jetzt hat er schon 400% Sekrom auf Level 50. Der ist so krank, wie sein Name halt. Aber weil er das selber nicht eingereicht hat, möchte ich trotzdem noch einen anderen Schocker der Woche zeigen. Und den geben wir heute an Sarina. Ne? Der Riese wollte unbedingt mal bei Raid am Mittwoch dabei sein. Also hat er mir das beste Ostergeschenk gemacht, was man mir machen konnte. Er hat sich den Schwanz grün angemalt. Guck dir das an. Mit Riese auch Lucky Trade gemacht. Auch ein Shiny Lucky Hundo. Also wie beim Crank. Nur nicht auf beiden Seiten, auf einer Seite. Aber trotzdem ein Pokémon, was ihr gern alle haben möchtet. Jeder möchte doch unbedingt ein Schundo oder sogar Schlundo Mewtwo, oder? Außer mir, ich habe mein normales Mewtwo mit 100% und das finde ich viel cooler. Das aber durch Zufall auch mega stark und passt auch zu den Sachen vom Crank und passt auch zu Migyuli. Aber das war ja nur ein Regieis, das kann hier oben in dieser Liga nicht mitspielen, denn das sind zwei mega starke Pokémon. Das ist auch mega stark. Also, das war der Schocker der Woche. Das war Raid am Mittwoch. Ich gehe zum Geburtstag. Ich bin zur Raid Mania zurück. Ihr ladet mich ein und heute Abend gucken wir Wrestling. Genau. So machen wir's. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.